Hi guys, it's me. I will show you today a Christmas card I made. I had this background laying around, you know, it's a bit of modeling paste through stencil and a bit of acrylic paint on top. So, and my idea was, you know, most of you know me and my maritime themes and everything connected to the sea. I'm absolutely obsessed this year, more than the last years. So I can't really let go. So I thought, okay, come on, why can't I have a maritime Christmas card? And that's what I'm doing here, using the background. And you know, recently, I don't know when it started, but this year or last year, the stems came out with this little paper boats. You're folding them, and I thought, why do I need a stem for that? They are so easy to draw. Even I can. Everyone can do that. So that's what I do here. Just draw this paper folded little boat, and I will use that as my little focus here. And I drew it down on watercolor paper, and I will go in and color it with my Tombow's, yeah, watercolor markers. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute eine Christmas-Card, ja, eine Weihnachtskarte zeigen. Und viele von euch wissen wahrscheinlich, ich bin ja dieses Jahr noch schlimmer mit meinem Meeresthema als sonst. Und irgendwie kann ich es nicht loslassen. Und da habe ich mir gedacht, warum eigentlich kann man kein weihnachtliches Meeresthema machen? Spricht ja nichts dagegen, oder? Da habe ich mir gedacht, mache ich jetzt mal. Irgendwie war ich inspiriert. Ich fange sehr, sehr spät an dieses Jahr, weil ich einfach, ich komme nicht in die Hufe. Ich habe immer noch dieses Trauma vom letzten Jahr. Letztes Jahr habe ich ein halbes Jahr lang, vom Juli an, nur Weihnachtszeug gemacht. Und ich habe es gehasst, ich kann es euch sagen. Aber wurscht. Das war letztes Jahr. Und deswegen, dieses Jahr brauche ich ja nur für mich Weihnachtskarten machen. Ich brauche auch nur noch wenig. Über 40, irgendwas über, ein bisschen über 40 brauche ich. Also nicht mehr so viel. Und ja, ich bin ja ganz froh drüber. So, und ich habe jetzt hier auf Aquarellpapier gezeichnet und mit den Tombows koloriert. Das ist hier im Prinzip relativ einfach, diese Papierfaltdinger zu zeichnen. Warum soll ich mir das stempeln oder einen Stempel holen? Also einfacher geht es ja eigentlich gar nicht. Und ja, habe ich mir gedacht, das wird mein kleiner Fokus hier. Und dann arbeite ich weiter. Dieser Anker zum Beispiel, das ist von einem, das ist ein Wood Veneer, so, das ist aus irgendeinem, keine Ahnung, Kasten mit Holzbuchstaben, da war das mit drin. Und das ist hier so ein Überbleibselpapier von, da war, glaube ich, Schokolade drin verpackt, irgendwie in so einer Box. Fand ich ganz schön. Da habe ich jetzt drauf gestempelt und jetzt mache ich den Anker kaputt. Gott sei Dank hatte ich noch einen zweiten. You know, I had this paper, this parchment looking paper. It's not. It's from a package. There was chocolate in the box. So, and I quite liked it, the structure. And so I use it here as a banner. And this little anchor, that's just wood veneers from some embellishment boxes. There were wooden letters in, and there were these anchors. So I'm using them here with a bit of string or thread. It's a thread, actually. It's nothing special. And I, yeah, assemble it in a way that it looks nice for me. That will be this blue piece of textured paper with a little boat on it, and the anchor, that will be the topper. I will make a little background for that. Ich habe dann hier alles zusammengeklebt. Hier sieht man natürlich den Kleber hinterher ein kleines bisschen. Deswegen klebe ich auf der anderen Seite noch was drauf. Das wird übrigens nur dieser Topper. Da kommt noch ein Hintergrund dazu und das kommt dann auf Karte. So hier, als ich dann gesehen habe, man sieht den Kleber, klar, meistens Parchment Paper sieht man das ja auch. Also dieses Pergamentpapier, war mir aber hier nicht sicher. Da habe ich mir gedacht, jetzt nehme ich mir einfach so einen Stern hier, mache den Silber und der kommt auf der linken Seite über einen drüber und auf der anderen Seite habe ich ja eh das Boot. Da sieht man das nicht mehr so und dann fällt das nicht mehr so auf. You know, you can see the glue, so that's why I now decided to have this star in silver and glued on the left side on this glue spot and on the right side the spot
will be partially covered by the belt. So that's pretty okay. And you hardly see it. So in this way, the belt will be put on 3D foam tape. Ich habe dann das Boot hier auf einen 3D-Schaumkleber gepackt, weil ich das noch ein bisschen Dingenskirchen haben wollte. Ein bisschen dimensionaler, so, das war das Wort, was ich gesucht habe. Das packe ich jetzt drauf und dann klebe ich das drauf. Und das ist natürlich jetzt keiner meiner Standardkarten. Ich habe über die Hälfte meiner Weihnachtskarten, die ich verschicke, das sind Karten, die mache ich, das zeige ich auch noch in meinem nächsten Video. Da zeige ich meine Standardkarte für dieses Jahr, die schnell gehen, die man so in der Massenproduktion machen kann. Ich meine, die sind nicht weniger schlecht, aber nicht weniger schön so. Aber eben, die mache ich eben so für Leute, die jetzt nicht so ein, die das nicht so sehen, die jetzt für dieses Künstlerische nicht so ein Auge haben. Und für die besonderen Menschen, die kriegen natürlich auch besondere Karten. Das ist jetzt eine davon, die an einen besonderen Menschen geht. Und, this card, for example, is a bit more, you have to put a bit more effort into it. So my cards I'm making, most of them are mass-produced cards. It doesn't mean they're not looking nice, but I always come up with an idea for a design I can make quickly. And these cards are going to people who are not into this creating, and they're not creative people, and they're not into art, so that's okay. My all the other ones I put more effort and more time, of course, in, will go to special people, so. And, of course, it takes you so much more time to make them. So here, the edging is with a pit pen, and in brown, it's sienna. And I blend it out with the finger a tiny bit into the middle that it looks a bit distressed. So first of all, I had this laying around, this background, but that was too busy. So I made a new one, just a bit of watercolor paint, right and left, and that's it. Ich hab da gesehen, die Kanten noch gemacht mit einem Pitpen in Sienna. Und habe das ein bisschen mit dem Finger verstrichen, dass ich auch ein bisschen weiter im Bereich, im Blaubereich noch braun habe, einfach um es noch mehr distressed aussehen zu lassen. Dann hatte ich noch so einen Hintergrund rumliegen. Das war jetzt ein bisschen, ihr habt das gesehen, ich habe es draufgelegt, es war einfach zu unruhig. Und da habe ich mir jetzt einen anderen Hintergrund gemacht, ganz einfach mit Aquarellfarben im Blau hier, rechts und links. Lass das so verlaufen, saug's wieder auf, geh wieder mit Wasser rein, so dass ich eben so diese Pfützenoptik auch bekomme. You know, I go in here with my brush with water and soak it up again, that I get this, that it looks like a puddle and has a nicer texture. So this background I met on some gray cardstock, just to have the edge, and always looks so much nicer if you have a bit of contrast, my opinion. So ich habe das Ganze dann hier noch auf eine dunkelgrauen Cardstock gemattet, einfach, wie ich gerade schon gesagt habe, einfach auch, um wieder ein bisschen Kontrast zu haben. Das ist das, was mir gefällt. Kontrast, das wisst ihr ja mittlerweile. Aber jetzt schwarz fand ich ein bisschen zu harsch, deswegen habe ich so ein dunkles Grau genommen, so ein Anthrazit. Das kommt jetzt auf die Kraftkarte. Benutze mittlerweile ganz viel Kraftkarten für meine Karten auch, weil ich habe immer den Eindruck, das hat so was Natürliches. Weiß finde ich immer ein bisschen langweilig so als Karte. Weiß ich auch nicht. Meistens gefällt es mir nicht. So, und das kommt jetzt auch noch auf, da werden noch diese 3D-Schaumdinger draufgeklebt, dass ich da auch noch ein bisschen mehr Dimension habe, wenn ich das draufgeklebt habe. You can see I'm using here the 3D foam just to get even more texture with my topper here. And that's always nice when you glue it in this way, especially with this very clean cards. It looks so much nicer, because here on that topper I haven't got any edge apart from what I did with my pit pan. Yeah,
gerade auch, weil ich hier auf dem Topper keinen Rand hatte, außer eben den Rand, den ich mit dem Pickpen gemacht habe und meinen Fingern. Aber so sieht das schon ganz gut aus. Und that's the close-up already, guys. And I say thanks so very much for watching. I hope you like it. And if so, please leave me a thumbs up. And a comment would be very much appreciated. And I will show some pictures and you will see two others I made and I didn't show. So thanks a lot again. And I hope I will see you soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time and stay creative. Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da und einen Kommentar. Würde ich mich riesig drüber freuen. Ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bleibt kreativ. Und hier seht ihr noch zwei andere Karten, die ich noch gemacht habe in dem Stil. Und ja, lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüssi.